Mach nicht das Gitter kaputt. Stopp. Hallo ihr Lieben, heute ist für mich der letzte Tag hier in Costa Rica. Ich fliege morgen ab und ich kann sagen, dass ich wirklich mit einem lachenden und einem weinenden Auge abfliege, weil ich einerseits natürlich ganz tolle Menschen hier getroffen habe, währenddem ich hier war, und ich andererseits aber auch wirklich froh bin, wieder nach Hause zu kommen und zu fliegen. Weil ich tatsächlich die ganze Reise in der Schwangerschaft, ich bin ja jetzt im 7. Monat schwanger und alleine hierher geflogen, und ich war mehrere Wochen hier und ich habe das Ganze unterschätzt, würde ich sagen. Und es gibt Dinge, die ich nie wieder so machen würde, wenn ich alleine schwanger reise oder generell vielleicht, wenn ich alleine reise als Frau. Ich war ja schon sehr oft allein reisen, ist ja nicht das erste Mal. Ich bin allerdings das erste Mal allein schwanger reisen und ich fühle mich, vor allem gerade jetzt hier in der letzten Woche, sehr verwundbar. Vielleicht liegt es daran, dass ich einsam bin, dass ich jetzt wirklich das erste Mal hier alleine bin oder dass ich einfach Heimweh habe. Bisher kannte ich das nicht so auf Reisen. Ich war ja schon alleine auf den Bahamas, auf Hawaii, in Kalifornien, in Portugal, in Florida, in Barcelona, und ich hatte nie Heimweh und ich wollte nie zurück. Ich hätte immer heulen können, als ich im Flugzeug saß, und heute ist es aber so, dass ich wirklich froh bin, morgen wieder nach Hause zu fliegen. Und es hat sicher etwas damit zu tun, dass ich eben da so ein kleines Baby in mir trage und für das auch eine Verantwortung habe. Und dass da auch irrationale Ängste natürlich eine Rolle spielen, beziehungsweise ja auch berechtigte Ängste, wenn man sich fragt, was ist, wenn hier was passiert, und dann bin ich alleine, wer kümmert sich dann um mich und so weiter. Ich muss auch dazu sagen, dass die Reise, also ganz, ganz viel ist überhaupt nicht gelaufen wie geplant. Ich musste meinen Flug umbuchen. Ich habe die Anreise enorm unterschätzt, und darum soll es jetzt hier auch in diesem Video gehen. Ich möchte euch davon berichten. Fangen wir mal an. Ich möchte gar nicht, auf manche Dinge möchte ich noch gar nicht so eingehen, weil ich dafür mich noch nicht so bereit fühle. Aber fangen wir einfach mal mit der Anreise an, die ein bisschen anders gelaufen ist als geplant. Es war erstmal so, dass dieser Flug ja sehr lange geht hier nach Costa Rica, und dass ich das auch schon mal total unterschätzt habe. Ich habe gedacht, ah ja, ja, das geht easy. Ich bin gewöhnt daran, lang zu fliegen. Dass das aber in der Schwangerschaft was ganz, ganz anderes ist, hätte ich so nicht erwartet und habe ich ein bisschen unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Flug an sich war eigentlich gar nicht schlimm, weil der ging zwar 12 Stunden, was sehr, sehr lang ist, aber ich hatte das Glück, dass der Flieger total unterbucht war, sage ich jetzt mal. Und ich dadurch eine ganze Reihe, also 4 Plätze tatsächlich für mich hatte in der Mitte, wo ich mich natürlich lang ausstrecken konnte und wo ich dann auch schlafen konnte. Und das habe ich eigentlich auch den Großteil des gesamten Fluges gemacht. Ich habe eigentlich, und so bin ich einfach, ich habe eigentlich fast nur geschlafen. Das mache ich immer irgendwie, wenn ich in einem Auto oder in einem Flieger sitze. So geht auch die Zeit am schnellsten rum. Ich nehme ja auch immer meine eigenen Nahrungsmittel mit, also ich esse nicht das Zeug, was es da im Flieger gibt. Und das war auch alles perfekt eingeplant, ganz, ganz viel Obst mitgenommen, ganz viel Gemüse und irgendwie noch Hummus und ein paar Cracker. Hat auch alles perfekt gepasst und eigentlich war es recht entspannt. Natürlich merkt man das aber dann trotzdem, ich war da ja im 6. Monat schwanger. Man merkt das natürlich trotzdem, dass es körperlich eine andere Belastung ist, vor allem für den Rücken, wenn man sich hinlegen möchte. Es ist halt dann doch nicht so bequem wie in einem Bett, logischerweise. Und Schwangere haben ja meistens auch schon Probleme, im Bett bequem zu liegen. Ihr wisst also, von was ich spreche vielleicht, vielleicht auch nicht. Als ich dann angekommen bin, habe ich leider den Fehler gemacht, und das würde ich nächstes Mal ganz anders machen, dass ich direkt die Anreise zum Hotel angetreten bin. Und die war einfach viel zu lang für mich und ich war völlig überreizt, nachdem ich aus diesem Flughafen auch raus bin. Da muss man durch diesen ganzen
durch diesen ganzen Visa-Prozess sozusagen und dann da stehen und dann da ewig noch mit dem Auto bin ich dann da noch gefahren und das war mir einfach viel zu viel, so dass ich mich dann irgendwie 7-mal übergeben habe innerhalb von kürzester Zeit und es war, ich habe einfach gemerkt, wie mir alles zu viel war. Also die Lichter von den Autos, die entgegenkamen, wir standen ewig im Stau, deswegen hat das auch so lange gedauert, um im Hotel anzukommen. Wir sind ewig nicht vom Fleck gekommen und das war mir alles zu viel. Das war mir zu viel Energie von außen. Die Musik hat mich genervt in dem Auto und ich habe mich daraufhin einfach dann, ich habe es wahrscheinlich ausgebrochen, diese negative Energie, diese ganze Energie von den ganzen anderen Menschen, mich wirklich 7-mal übergeben auf dem Weg ins Hotel, der gefühlt für mich eine Ewigkeit war, weil wir einfach so lange im Stau standen. Ja, als ich dann aber dann dort angekommen bin, ging es mir dann eigentlich schlagartig direkt besser. Ich bin dann mitten in der Nacht eigentlich dort angekommen. Und am nächsten Tag bin ich aufgewacht und war erstmal wieder total entspannt und habe mich total gefreut, da jetzt da zu sein und habe die Natur genossen und genau, dann habe ich mich körperlich eigentlich auch wieder erholt und drei Tage später war das dann aber wieder so, dass ich wieder Probleme mit meinem Magen hatte. Ich denke, das liegt an dem Wasser einfach in Costa Rica. Man konnte da, wo ich war, aus dem Hahn trinken, was ich auch gemacht habe. Ich habe mich auch auf die Aussagen verlassen, dass das Wasser sauber ist und so. Und ich glaube auch nicht, dass das groß dreckig ist. Allerdings ist das bei mir so, dass ich zu Hause Lauretana trinke. Und Lauretana ist, wer das weiß, das beste Wasser, was man in ganz Europa trinken kann. Das ist jetzt auch hier keine bezahlte Werbung. Und dadurch ist, glaube ich, mein Körper ist eigentlich nur dieses Wasser gewohnt. Und jetzt habe ich natürlich Wasser getrunken mit ganz anderen Bakterien drin. Und daraufhin habe ich wie so einen Magen-Darm-Infekt gehabt. Und es ging mir auch dann wirklich nicht gut. Und ich habe das auch gemerkt. Ich konnte auch den ganzen Tag nichts essen. Ich habe gebrochen. Ich habe Durchfall gehabt. Also da muss man sich auch bewusst sein, kommt nicht nur für 2-3 Tage. Also ich war auch immer so ein Typ, der für 2-3 Tage irgendwo hingeflogen ist und dann wieder zurückgeflogen ist. Und wenn ihr aber so weite Flugstrecken auf euch nehmt, dann macht das wirklich so, dass ihr euch viel Zeit hier einplant, weil es kann sein, dass ihr körperlich irgendwelche Symptome habt, weil ihr euch erstmal ans Klima hier gewöhnen müsst, weil ihr vielleicht euch erstmal an das Wasser hier gewöhnen müsst. Also nehmt euch genug Zeit, sonst sind eure Ferien dann vielleicht auch im Eimer. Das sollte man also beachten, wenn man also als Schwangere reist, aber auch allgemein, das gilt auch für die Allgemeinheit. Nehmt immer Supplemente mit, das habe ich sowieso immer dabei, bin ich sehr froh. Immer hochdosiert Vitamin C in Form von Acerola-Pulver habe ich dabei. Ich habe Vitamin D hochdosiert dabei, 20.000 Einheiten in Kombination mit Vitamin K, Omega-3-Fettsäuren. Ganz, ganz wichtig, und Zink. Dass, wenn ihr krank werdet, ich nehme nämlich nicht einfach irgendwelche Medikamente, sondern ich nehme dann diese Supplemente, die ich eigentlich auch sonst noch nehme, aber das nehme ich dann einfach vermehrt, sodass es mir dann auch schnell wieder gut geht. Also das ist mal der erste Tipp, den ich euch mit an die Hand gebe. Stellt euch einfach darauf ein, nehmt euch genügend Zeit, geht mit genügend Zeit reisen, vor allem in der Schwangerschaft. Dass ihr euch auch von eurer Anreise, die oft mit Stress verbunden ist, erholen könnt körperlich, und nehmt Supplemente mit. Ganz, ganz wichtig, vor allem, weil man in der Schwangerschaft nicht einfach jedes Medikament nehmen und schlucken sollte, das einem der Arzt verschreibt und da auch nicht blind vertrauen sollte. Aber Vitamin C, Vitamin D, Omega-3 und Zink ist immer gut. Dann war ich in diesem Retreat dort und das war auch alles recht schön. Ich habe dann dort jemanden kennengelernt, der heißt Hobart, kommt aus Kalifornien, der mich begleitet hat an die karibische Küste, worüber ich sehr, sehr froh war, weil ich mir somit nicht nur die Kosten teilen konnte vom Leihwagen, sondern auch die Kosten von der Unterkunft und generell mich einfach auch irgendwie beschützt gefühlt habe, weil einfach ein Mann an meiner Seite war und ich nicht alleine war. Und wir haben uns total gut verstanden. Mein Freund war auch einverstanden, also sind wir dann zusammen an die karibische Küste gegangen. Und das Lustige war, dass ich bin ja immer so total spontan normalerweise, bin es auch diesmal gewesen, würde ich aber nicht mehr so machen. Was wir nämlich gemacht haben, wir sind von diesem einen Ort losgefahren
Und uns standen irgendwie 5-6 Stunden Autofahrt bevor. Und wir haben gedacht, wir buchen jetzt mal noch nichts. Wir wissen auch noch nicht so wirklich, wo wir dann bleiben, an welchem Ort. Und dort suchen wir dann einfach nach einer Unterkunft, nach einem Airbnb, einem Hotel oder was auch immer. Wir schauen, welcher Ort uns am besten gefällt, etc. Und jetzt war das aber so, dass da haben wir richtig Glück gehabt, das ist eigentlich ganz gut rausgekommen. Wir sind losgefahren, ein bisschen zu spät, haben dann tatsächlich 6 Stunden gebraucht, dann war es auch schon dunkel. Dann sind wir in Puerto Limón angekommen, wo wir uns eigentlich in den Kopf gesetzt hatten zu bleiben. Und als wir dann angekommen sind, haben wir gedacht, nee, also hier bleiben wir nicht, das ist ja schrecklich. Das sieht total runtergekommen und kriminell aus, dieser Ort. Hat auch gar keine schönen Vibes. Und daraufhin haben wir uns entschieden, nicht in Puerto Limón zu bleiben und hier auch keine Unterkunft zu suchen, sondern dann doch noch ein bisschen weiterzufahren. Und dann sind wir auf gut Glück noch weitergefahren. Wir hatten kaum noch Tank. Hobart ist schon völlig mit seinen Nerven am Ende gewesen, weil er gedacht hat, also da kommt ja auch nur alle heilige Zeit mal so eine Tankstelle. Und wir sind wirklich, du fährst, wenn du in Costa Rica fährst, einen Großteil, also wirklich 95% einfach durch nichts. Da ist nichts. Und niemand. Da sind vielleicht mal ein, zwei Häuser an der Seite, wo du nicht weißt, ob jemand drin wohnt. Und wir sind da gefahren und weiter getuckelt und es war dunkel. Wir hatten sehr, sehr wenig Tank noch. Wir wussten nicht, wann die nächste Ortschaft und wann die nächste Tankstelle kommt. Und wir hatten noch keine Unterkunft gebucht. Und er ist immer nervöser geworden und ich war aber irgendwie total gechillt und im Vertrauen, dass das schon alles gut kommt. Und es ist dann tatsächlich auch so gewesen. Wir haben da nämlich so ein Schild gesehen, Eco Lodge, und wir haben das sogar offline auf Google Maps gesehen. Wir sind ja auch noch offline gefahren, wir hatten beide kein Internet. Wir konnten also auch nicht recherchieren, wo irgendwie mal was ist oder so, oder irgendwas online buchen. Und dann haben wir also offline gesehen, dass da so eine ganz tolle Eco Lodge sein soll, weil manche Orte sind tatsächlich offline gespeichert auf Google Maps und sind dann da hochgefahren. Und wie der Zufall will, das Schicksal will, wir hatten einen totalen Glücksgriff, haben wir dort einen wunderschönen Bungalow bekommen, der total modern war, total sauber, irgendwie für $40 pro Person pro Nacht. Jeder hatte sein eigenes Zimmer. Und das Witzige war auch noch, dass wir die ersten Gäste eigentlich waren. Dieses Grundstück, diese Eco-Lodge, die gab es zwar schon länger, aber die Besitzer sind irgendwie erst vor einem Tag, sind die selber erst nach Costa Rica gekommen und haben das Ganze gekauft und in Besitz genommen sozusagen. Wir waren beide von Belgien, wunderschöne Menschen, wirklich, wir haben uns so gut mit ihnen verstanden und die haben uns dann deswegen auch einen extra Preis gemacht. Die waren total zuvorkommend, total lieb und es war wirklich der Glücksgriff überhaupt. Wir konnten dann dort für 4 Nächte bleiben. Wir hatten uns erstmal vorgenommen nur eine Nacht, aber uns hat es dann tatsächlich so gut gefallen und das Frühstück war auch so lecker, dass wir entschieden haben, für 4 Nächte dort zu bleiben. Für die, die mal nach Costa Rica wollen, das Ganze war in Cajueta, nennt sich der Ort, in der karibischen Seite, die meiner Meinung nach auch die schönste und die schönere Seite ist. Aber genau, dann war das aber so, dass wir ja noch gar keinen Plan hatten, wie lange wollen wir da bleiben. Und was wollen wir danach machen? Und alles war offen irgendwie. Und dann war es aber so, dass diese Eco-Lodge nur bis zu einem Freitag zur Verfügung stand. Also irgendwie nur für 4 Nächte. Also haben wir diese 4 Nächte gebucht. Und haben uns dann aber dann doch entschieden, noch länger dort in diesem Ort zu bleiben, an der karibischen Küste. Und haben uns dann aber wieder entschieden, ja, Wochenende werden wir wieder spontan schauen, wo wir hingehen. Jetzt sind wir ja einmal hier, das wird schon kein Problem sein. Und das ist was, was ich so nicht mehr machen würde, weil ich kann sagen, klar, mit dieser Eco-Lodge hatten wir Riesenglück. Hätten wir vielleicht online nicht so gehabt und wenn wir nicht so spontan gewesen wären. Aber dann am Wochenende haben wir stundenlang gesucht, sowohl am Freitag als auch am Samstag. Haben wir stundenlang nach einer Unterkunft gesucht und wir waren wirklich an Orten, wo ich gedacht habe, ich meine, die haben dann irgendwie nur $10 pro Nacht gekostet, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, hier ist ja alles so alt und so dreckig und so runtergekommen, da fliegen mir die Gasflaschen um die Ohren in der Nacht, wenn ich hier schlafe. Und es war, also wir haben das dann mal so das Horrorhaus genannt. Und wir wollten auf keinen Fall dort bleiben. Wir haben Stunden gesucht nach einer besseren Unterkunft. Und das war sehr anstrengend, das war auch sehr frustrierend emotional, vor allem für mich als Schwangere. Und
im Endeffekt ist alles gut gegangen. Wir haben eine Unterkunft gefunden für den Freitag und auch für den Samstag. Aber es war natürlich nicht optimal und es war einfach ein Stressfaktor, der nicht hätte sein müssen. Also mein Tipp an euch hier, zweiter Tipp, bucht eure Airbnbs, eure Unterkünfte vorher, schaut euch die Bilder richtig an und die Bewertungen und bucht vorher. Vor allem, wenn ihr in der Hauptsaison kommt. Wir waren ja noch Nebensaison. Hauptsaison hätten wir wahrscheinlich gar nichts gefunden und hätten im Auto schlafen müssen. Dann nach diesem Wochenende haben wir uns entschieden, dann doch noch ein paar Tage in der Eco-Lodge zu bleiben, weil wir uns auch mit diesem Paar, die das im Gesitz genommen haben, so gut verstanden haben. Sind wir noch 5 Tage dort geblieben und haben es total genossen. Es war total schön. Und nach diesen 5 Tagen haben wir uns entschieden, zu splitten und jeder so seinen eigenen Weg zu gehen. Ich bin dann zurückgegangen zu dem Ort, wo ich als erstes war, weil ich dort dann... Es war bei mir irgendwie so, dass ich am Anfang des Aufenthalts meinen Aufenthalt verlängern musste dort. Und das habe ich, weil es mir nicht so gut ging, weil ich das gemerkt habe körperlich. Und das habe ich dann gemacht und ich habe den aber viel zu lang verlängert. Und ich hatte den dann auf 20 Nächte verlängert. Und ich hatte dann schon nach 10 Nächten gemerkt, weil ich war dort an einem Ort, wo man nichts machen konnte ohne Mietwagen, wo mein nächster Tipp liegt. Erkundigt euch genau, wo ihr hingeht, egal ob das jetzt nach Thailand ist oder Asien, in diesen Bereich oder Mittelamerika, Südamerika, wo auch immer ihr hinreist, erkundigt euch, wie ist es dort mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wie ist es mit Uber, wo genau geht ihr hin, ist das Hotel zentral gelegen oder braucht ihr einen Rental Car, weil ich war, dieser erste Ort, wo ich dann auch wieder hin zurückgekommen bin, war einfach ab vom Schuss und da war einfach irgendwo im Nirgendwo und die Natur wunderschön, kann ich gar nichts gegen sagen, aber es war Regenzeit, es gab also auch Tage dort, wo es nur geregnet hat und ich hatte am Anfang kein Mietauto und ich war so frustriert, weil ich mir gedacht habe, ja, ich bin da jetzt nicht hierher gekommen, um den ganzen Tag in meinem Zimmer zu hocken und deswegen wirklich Tipp, vor allem auch in der Schwangerschaft, erkundigt euch, ob ihr einen Mietwagen braucht und bucht den vorher. Ich musste den dann spontan buchen, habe den überhaupt nicht in mein Budget eingerechnet gehabt, war alles ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Im Endeffekt, ja, habe ich jetzt halt einfach die ganze Zeit einen Mietwagen gehabt, auch wenn ich damit nicht gerechnet hatte. Finanziell muss man das nämlich auch einplanen irgendwie, wenn man auf eine Reise geht. Genau, auf jeden Fall, ich bin dann zu diesem Ort wieder zurückgegangen und das ist das Nächste, was ich euch wirklich empfehlen würde. Ich hatte ja am Anfang dann viel zu lange gebucht und das würde ich nicht nochmal machen. Ich würde nicht mehr so lang an einem Ort buchen oder ein Retreat oder Hotel buchen, wo es mir nicht zu 100% gefällt und ich mich nicht zu 100% wohlfühle. Und es war schön, es war ein schönes Yoga Retreat, aber ich muss einfach dazu sagen, dass mir die Sauberkeit irgendwie nicht ganz so gepasst hat, wie ich es mir gewünscht hätte. Der Ort, das habe ich... Da habe ich irgendwie gar nicht recherchiert, also der war ja überhaupt nicht irgendwie am Wasser, also ich konnte da nicht in den Ozean, sondern da gab es nur die Hot Springs im Fluss und das Hotel an sich hatte, oder das Retreat, der Retreat-Ort an sich hatte zwar einen kleinen Pool, aber jetzt auch nicht irgendwie einen Pool, wo man lange drin sein möchte oder mit Liegen außen, also es war alles so ein bisschen, naja, mittelmäßig. Nicht so, dass ich da jetzt hätte wirklich so lang bleiben müssen. Und das würde ich nicht mehr machen, nur aus Angst, irgendwie nichts anderes zu bekommen. Oder wenn man nicht weiß, was man machen soll in der Zeit, wo man dahin geht, irgendwie 20 Nächte da zu buchen. War am Ende viel zu lang. Bin ich eher gegangen, 5 Nächte eher, weil ich dann irgendwie auch den Raum wechseln musste und der Raum dann einfach auch, also es war für mich wie so eine Gefängniszelle und zwar für mich nicht mehr ertragbar. Und es hat mich so in Stress versetzt, dass ich gesagt habe, nee, ich bleibe jetzt hier nicht länger, ich gehe jetzt und es ist mir egal, ob ich mein Geld zurückbekomme oder nicht. Und das ist etwas, was ich euch wirklich von Herzen empfehle, ob schwanger oder nicht, macht nicht alles zu spontan, also geht vielleicht nicht dorthin, ohne eine Unterkunft gebucht zu haben, aber bucht auch nicht in einer Unterkunft zu lange, ohne dass ihr wisst, wie sie euch gefällt oder wenn ihr sie nicht eigentlich 100% mögt, weil das ist einfach etwas, was kann echt nach hinten losgehen und ihr könnt am Ende echt frustriert sein. Ja, die letzten Wochen habe ich jetzt, die letzten Tage besser gesagt, habe ich jetzt, bin ich dann zur pazifischen Seite gegangen von Costa Rica und auch hier
habe ich erstmal lange Zeit damit verbracht, weil ich das nicht wollte, dass mir das nochmal passiert, dass ich einen Ort buche oder ein Airbnb buche, wo ich mich nicht wirklich wohlfühle. Also habe ich lange Zeit im Internet damit verbracht, zu suchen, bevor ich abgereist bin. Und habe dann eigentlich auch einen recht schönen Ort gefunden, also ein recht schönes Airbnb gefunden, muss ich sagen. Hier in der pazifischen Seite ist allerdings alles viel, viel teurer. Und ich finde es, ich muss sagen, wirklich, der Burner war halt einfach Cajueta mit dieser Eco-Lodge von diesem Paar. Und irgendwie, das kann halt irgendwie nichts toppen und vor allem auch nicht vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Und deswegen ist dementsprechend hier das Ganze halt auch zwar schön, aber einfach mittelmäßig. Und das ist auch was ich mir nicht bewusst war, ist, ich wusste nicht, dass Costa Rica so teuer ist, weil ich habe jetzt hier pro Nacht nochmal 90 bezahlt, nicht, da ich nur eine Person bin. Ich weiß nicht, ob es bei zwei Personen günstiger gewesen wäre, also sicherlich, denke ich. Aber das ist auch was, wenn ihr alleine reist, seid euch einfach bewusst, ihr braucht viel mehr Geld, weil ihr müsst meistens den Doppelzimmerpreis bezahlen, den ihr eigentlich für zwei Personen bezahlen würdet. Wenn ihr in ein Hotel geht, ihr könnt das Mietauto irgendwie nicht teilen. Und allgemein, das summiert sich halt alles, was man sonst durch zwei teilt, was man jetzt hier alleine tragen muss. Das habe ich auch finanziell einfach ein bisschen unterschätzt, um ehrlich zu sein, weil ich auch den Mietwagen nicht eingerechnet hatte. Und ich hatte auch nicht eingerechnet, dass ich das Retreat eher verlassen würde. Und dass die pazifische Küste so teuer ist in Costa Rica, habe ich auch nicht eingerechnet. Dann kommt nämlich noch dazu, dass ich hier in diesem Airbnb nur Frühstück habe. Und wenn ich dann noch Mittagessen oder Abendbrotessen gehe, also ich esse dann jetzt echt hier nur zweimal am Tag mit Frühstück, dann kostet hier so ein Mittagessen, wenn man ein gutes Mittagessen haben möchte und nicht irgendein frittiertes Zeug, dann kostet das hier auch um die 20 bis 30 Dollar, was unfassbar teuer ist, finde ich. Also es sind schon Schweizer Preise. Und macht euch einfach vorher schlau, bevor ihr reisen geht, wie teuer ist der Ort, wo ich da hingehe. Was sind die Preise? Was ich noch dazu sagen möchte, das ist ganz wichtig und speziell für Costa Rica und gilt generell auch in anderen Ländern, glaube ich, vor allem als schwangere Frau oder als Frau, lasst euch nicht ansprechen, lasst euch am Auto, lasst euch nicht anhalten. Seid einfach da ein bisschen vorsichtig und vertraut immer auf euer Bauchgefühl. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr dürft Grenzen ziehen, ihr müsst nicht anhalten, ihr müsst nicht jedem helfen und ihr müsst auch nicht mit jedem sprechen. Erst recht nicht, wenn ihr als Frau alleine unterwegs seid und erst recht nicht, wenn ihr noch ein Baby in eurem Bauch habt, für das ihr eine Verantwortung tragt. Also das ist auch so ein Tipp von mir, was ich ganz, ganz wichtig finde. Was ich sonst noch sagen kann, bevor jetzt dieses Video auch viel zu lang wird, informiert euch, je nachdem, wo ihr seid, in welcher Nähe, vor allem, das gilt jetzt für die Schwangerschaft, welcher das Nähe, das nächste Krankenhaus oder der nächste Arzt zu finden wäre, dass ihr einfach da ein bisschen beruhigter rangehen könnt. Ich bin sowieso so eine Person, ich würde nur im äußersten Notfall zum Arzt gehen oder ins Krankenhaus. Bin sehr froh, dass ich das nicht musste hier. Aber es hat mir doch irgendwie, es hat mich doch irgendwie beruhigt zu wissen, so und so lange brauche ich jetzt hier ins nächste Krankenhaus. Dann, dieser Tipp gilt auch speziell für Schwangere, seid euch einfach bewusst, dass ihr nicht jede Aktivität machen könnt. Ich konnte ganz viele Sachen nicht machen hier in Costa Rica. Ich war mir vorher gar nicht bewusst, dass es hier so viele Aktivitäten gibt, die eher für Nichtschwangere sind. Dazu gehört das Ziplining, dazu gehört das Reiten auf Pferden. Ich meine, man kann das machen, aber man muss ja das Risiko nicht eingehen, dann da irgendwie runterzufallen. Von daher, das ist einfach was ich jetzt hier, ich wollte das Risiko einfach nicht tragen, ist glaube ich auch verständlich. Ich bin auch nicht groß in Nationalparks gegangen, wandern, weil mir das einfach das Risiko, dann dort doch irgendwie auf eine Schlange zu begegnen und gebissen zu werden. Ich weiß, dass das eigentlich total klein ist. Das Ding ist aber, ich trage halt nicht nur die Verantwortung für mich. Hätte das natürlich gemacht, wäre ich alleine hier. Ich bin aber nun mal mit einem Baby hier, das in meinem Bauch ist. Und wenn irgendwas ist und ich irgendwie diese 0,0001% Risiko habe, dass ich, weil ich alleine im Nationalpark bin und dort wandern gehen muss, von der Schlange gebissen werde und ich habe keine ärztliche Hilfe direkt dort
und verliere dann vielleicht mein Kind oder noch dazu ein Gliedmaße. Das muss halt einfach nicht sein. Deswegen habe ich darauf verzichtet. Ich war nur mal an einem Strand im Nationalpark. Schnorcheln war ich gewesen und bin auch mit dem Boot hier gefahren. Das, finde ich, ist gar kein Problem in der Schwangerschaft. War für mich total easy. Das war das Einzige, was ich anders gemacht habe, ist, ich habe mir halt dieses Mal eine Rettungsweste umgezogen. Und das war körperlich dann sehr, sehr entspannend, muss ich sagen, weil mich eigentlich diese Rettungsweste getragen hat. Genau. Ja, in Rutschenparks und sowas kann man sich halt auch sparen als schwangere Frau, muss auch nicht unbedingt sein. Es gibt viele Sachen, die man nicht machen kann und das sollte man sich vorher auch bewusst machen. Ich bin eigentlich immer so ein Abenteurer und ich liebe es, viel zu sehen, viel zu erleben, viel zu unternehmen. Und was ich aber hier in der Schwangerschaft gemerkt habe, ist, dass ich da ganz anders bin, dass ich eigentlich am liebsten den ganzen Tag nur am Pool oder im Pool war und mich einfach gern entspannt habe. Und ich glaube, das ist auch völlig in Ordnung, dass man vielleicht in der Schwangerschaft das so ein bisschen berücksichtigt, dass man mehr Ruhe möchte und dass es einfach vielleicht auch reicht, einen Urlaub zu machen, einen Entspannungsurlaub in einem Spa oder Wellnesshotel. Und mein letzter Tipp wäre noch, identifiziert euch nicht so sehr mit euren Ängsten. Es ist ganz normal, dass ihr Tage habt, vor allem wenn ihr alleine auf Reisen seid, wo Ängste hochkommen, wo ihr denkt, oh mein Gott, ich meine, ich bin zum Beispiel 6 Stunden durch Costa Rica alleine gefahren auf Straßen, die komplett leer waren und habt ihr gedacht, boah, was, wenn jetzt hier was passiert, wer soll mir denn hier helfen? Es ist völlig normal, sowas zu empfinden und da auch Ängste zu haben, aber ihr müsst euch damit nicht zu stark identifizieren, ja? Ganz, ganz wichtig, visualisiert und manifestiert einfach, dass ihr am Ende gut zu Hause ankommt. Das ist das, was euch am meisten schützt, die Augen zu schließen, ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen und sich vorzustellen, wie man einfach gesund und heil wieder zu Hause ankommt und mit der Schwangerschaft, mit dem Baby alles gut ist. Das habe ich immer gemacht, wenn ich hier Angst bekommen habe. Und ansonsten kann man natürlich auch zu Hause anrufen, die Eltern, Freunde, hier mit den Leuten reden, also dass sie immer Kontakte knüpfen oder den Partner. Ganz, ganz wichtig, dass man damit sich nicht alleine fühlt und nicht so alleine ist. Genau, das sind jetzt so meine Tipps. Ich bin sehr froh, morgen wieder nach Hause zu fliegen. Bei uns steht jetzt ein Umzug an und die Vorbereitungen fürs Baby sollten jetzt langsam mal dann laufen, wenn ich wieder zurückkomme. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich freue mich aber auch über die Zeit, die ich hier verbracht habe, über die Sonne, die ich hier getankt habe. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Thank you.